18 Uhr. Herzlich willkommen zur Ringvorlesung Nachhaltige Agrar- und Ernährungssysteme. Diese Ringvorlesung wird von RennWest organisiert. RennWest, das steht für die regionale Netzstelle für Nachhaltigkeitsstrategien West. West ist nicht gesamt Westdeutschland, sondern ein westlicher Teil von Deutschland mit Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Hessen und dem Saarland. Das ist unser Aktionsbereich im RennWest. Es gibt weitere Renns, die ganz Deutschland abdecken. Und die sind angesiedelt beim Rat für nachhaltige Entwicklung in Berlin und begleiten die Weiterentwicklung der deutschen Nachhaltigkeitsstrategie und der Nachhaltigkeitsstrategien der Länder. Wir haben diese Ringvorlesung aufgesetzt mit besonderem Blick auf Rheinland-Pfalz und das Saarland. Wir werden heute starten, also Susanne Hartert gestaltet den Auftakt zu unserer Ringvorlesung Nachhaltige Agrar- und Ernährungssysteme. Warum haben wir uns das Thema gewählt? Weil erstens die Landwirtschaft und unsere Ernährung sehr viel mit dem Klimaschutz zu tun haben und beide Bereiche auch zu den Transformationsbereichen der deutschen Nachhaltigkeitsstrategie gehören. Die Transformationsbereiche sind die, wo die Gewitterwolken in der deutschen Nachhaltigkeitsstrategie im Indikatorenbericht stehen, wo man merkt, oh, da sind wir gar nicht so weit, wie wir sein wollen. Wir erreichen unsere selbst gesteckten Ziele nicht. Außerdem ist die Fokussierung auf die Bundesländer bei dem Thema Ernährung und Landwirtschaft auch sinnvoll, denn die Landespolitik hat einen Einfluss darauf. Die Landesplanung schafft Rahmenbedingungen für die Landwirtschaft. Die Verbraucherschutzministerien leisten Aufklärung im Bereich der Ernährung. Und es gibt eine ganze Menge von interessanten Projekten, das Thema Ernährung und Nachhaltigkeit auch stärker in die Präsenz der Bürgerinnen und Bürger zu bringen. Heute werden wir uns auf nachhaltige Landwirtschaft fokussieren. Der nächste Teil der Ringvorlesung findet bereits am kommenden Montag statt. Das wird eine Veranstaltung sein, die an der Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes stattfindet. Die wird allerdings dort auch gestreamt, sodass Sie auch diesen zweiten Teil der Ringvorlesung online verfolgen können. Wir werden hier das dann nicht im Hörsaal machen, sondern die Links dazu bekannt geben, sodass man sich da einklinken kann. Ein dritter Teil ist ein RennWest Lab, das Sie auf der Homepage von uns auch finden, was von unserem Partner, dem Entwicklungspolitischen Landesnetzwerk in Mainz gestaltet wird. Entwicklungspolitik hat auch ganz viel mit Landwirtschaft, Agrarthemen zu tun und Elan steht natürlich gerade auch für eine globale Sichtweise dieser Dinge und das wird in dem Lab zur Ernährungssicherheit auch diskutiert und wir planen dann zwei weitere Termine für die Ringvorlesung Agrar- und Ernährungssysteme an der Universität in Koblenz und an der Universität Mainz, die aber beide im nächsten Jahr, im Januar und im Februar, stattfinden sollen. Wir haben uns als RennWest das Ziel gesetzt, solche Ringvorlesungen zu etablieren, um einfach hochschulübergreifend das Thema Nachhaltigkeit auch voranzubringen. Vielleicht für heute noch, Sie kennen die meisten von Ihnen, die Susanne Hartert natürlich aus den Vorlesungen hier am Umweltcampus, deswegen brauche ich keine lange Vorstellung. Ich will aber trotzdem, weil wir das zur Ringvorlesung auch aufzeichnen und auch uns an der Stelle dann an andere Interessierte, an anderen Hochschulen wenden, die Susanne Hartert trotzdem ein bisschen vorstellen. Sie hat tatsächlich Agrarwissenschaften studiert. Das wird sie vielleicht auch selbst noch ein bisschen erläutern, wo diese Wurzeln mal lagen. Ich finde das sehr spannend und ihr Lehrgebiet bei uns am Umweltcampus ist Industrial Ecology, was die Wirtschaft von der Natur lernen kann. Und die Landwirtschaft kann natürlich noch viel mehr von der Natur lernen, weil das quasi ein natürliches System ist, um das es dort geht. Wobei andere sagen, naja, die Landwirtschaft, das ist doch eigentlich der agroindustrielle Komplex, der dort mit quasi industriellen Methoden Lebensmittel erzeugt. Das ist ein Thema, was heute auseinandergenommen wird und es wird dargelegt, wo die Zielsetzungen sind und wo es hingehen kann und welche Vorteile auch ökologische Landwirtschaft an der Stelle bringt. Das Saarland
ist dort relativ weit, wenn man die Zahlen anschaut, in der Ein- und Umsetzung von ökologischer Landwirtschaft in Rheinland-Pfalz. Hängen wir dadurch ein Stückchen zurück und auch bundesweit hat man sich Ziele dazu gesetzt, aber ich will gar nicht zu viel vorneweg sagen, das wird jedenfalls hier im Vortrag auch eine Rolle spielen. Und ich freue mich, Susanne, dass du dich spontan bereit erklärt hast, dieses Thema, was dich schon so lange begleitet, hier nochmal aufzubereiten und gebe die Bühne frei für dich. Dankeschön, dass du da bist. Ja, vielen Dank, Klaus, für die nette Einführung. Ja, in der Tat hat mich das Thema hier an dem Campus mehr begleitet in den letzten Jahren mit zunehmender Tendenz, auch mit dem Angebot im Master der Bioökonomie. Und ja, ganz aktuell sind wir mit einer Studierendengruppe auch in einem landwirtschaftlichen Betrieb unterwegs, der beraten wird, der eventuell auf ökologische Landwirtschaft umgestellt werden wird. Und diese Tätigkeit, die macht mir große Freude, die ist auch eine sehr große Herausforderung in dem Kontext, einfach mal, dass Sie auch sehen, welche Praxisprojekte wir hier so anbieten können. Das ist sehr real. Das passiert zusammen mit einem Biolandberater. Und ja, ich sag mal, wenn ich nicht Umweltwissenschaften noch studiert hätte, wäre ich vielleicht jetzt Biolandberaterin in meinem Berufsleben, weil mich das immer interessiert hat und weil das ein spannendes Gebiet ist, sehr vielseitig. Und will gerne Ihnen davon heute ein bisschen berichten. Ich bin also in Witzenhausen gewesen, an der Agrarfakultät. Und Witzenhausen kennen viele, auch heute noch als ökologischer Standort, wo man Biolandbau studieren kann. Und es war der erste in den 1980er Jahren, als Hans-Ulrich von Weizsäcker noch Präsident war damals. So lange ist das her. Und mich hat es dahin gezogen. Ich kam überhaupt nicht aus der Landwirtschaft. Und manche in der Familie haben gesagt, du bist verrückt, willst du jetzt Bäuerin werden? Aber ich habe das gemacht und ich habe es nie bereut. Es war immer ein sehr gutes Studium und sehr vielseitig. So, ich schalte jetzt mal auf meine Präsentation. Ich will also heute gerne sprechen zu dem Thema Zukunft durch ökologische Landwirtschaft. Wir vergessen ja immer etwas, dass ja eigentlich das, womit wir uns ernähren, in der Landwirtschaft produziert wird. Und auch das, was wir in Zukunft als Produzierende, als Rohstoffe für die Produktion nutzen, auch die stammen aus der Landwirtschaft. Und umso überraschender ist es, dass wir uns nicht so sehr darum scheren, wie es dieser Landwirtschaft eigentlich geht. Ja, es geht ihr nämlich nicht so besonders gut. Es ist kein Zeitpunkt günstiger als jetzt, eben auch über die Situation, einmal in der Krise, aber auch über die Situation in dem Strukturwandel, in der sich die Landwirtschaft befindet, augenblicklich zu sprechen. Ich schaue mal hier auf dieses Bild. Das Bild hat mich sehr beschäftigt. Das geht zurück auf 1909. Das sind also mehr als 100 Jahre, die jetzt hier vergangen sind. Und ich finde, man sieht diesem Bild diesen Stolz an, des Produzierens und auch der damit verbundenen damaligen Werte, ja, die ja deutlich über dem stehen, was damals eine industrielle Produktion ausgemacht hat. Und das ist das, was uns heute so überrascht. Was hat sich da eigentlich so gravierend verändert von einer Produktionsbasis auf heute 0,7% Bruttoinlandsprodukt noch, also fast bedeutungslos, ja, wie wir heute sagen. Und dennoch aber ja, so ein bisschen der schwarze Peter, die schwarze Peter-Funktion für Dinge, die eigentlich auch in unserem Gesamtleben und in unserem Gesamtkonsum falsch laufen. Und darüber möchte ich sprechen. Sie sehen, dass die Landwirtschaft aber 7% der Treibhausgasemissionen verursacht. Und ich komme nachher auf weitere Aspekte zu sprechen, die eben auch mit unserer Umwelt sich verbinden. Und mit der Nachhaltigkeit, der Frage, wie können wir es denn besser machen und wie können wir auch Landwirte und Landwirtinnen unterstützen dabei. Schauen wir nochmal auf den Strukturwandel, der hier eben, das ist jetzt seit 1949 hier aufgezeigt, hier die Anzahl der Betriebe aufzeigt, dann sehen wir hier ein kontinuierliches Höfesterben und wir sehen hier eine immer größer werdende Fläche. Wenn ich so in meine Kindheit zurückblicke, 60er, 70er Jahre,
Da war der Nachbarbetrieb so 25 Hektar groß. Ne? Da haben wir die Eier geholt und davon konnte eine vierköpfige Familie sehr gut leben. Ne? Und dann kam ein agrarpolitischer Einfluss, der hat bedeutet, ich muss immer größer werden, ich muss industrialisieren, ich baue große Boxenlaufställe. Dann wurden die Betriebe immer größer und dieser Trend ist eigentlich bis heute ja, beigeblieben. Und wir haben immer noch große Betriebsschließungen und jetzt durch die Krise natürlich ganz neue Gefahren, dass eben aufgrund der Energiepreise auch Landwirte hier in die Gefahr laufen, auch aufgeben zu müssen. Schauen wir uns mal die Flächennutzung an. Dann möchte ich auf einen Punkt hier hinweisen. Also habe hier am Anfang jetzt so ein paar Punkte aufgegriffen, was eben problematisch ist in der gegenwärtigen Struktur, wie die Landwirtschaft dasteht. Da sieht man die 60% Futtermittel, die hier an der landwirtschaftlichen Nutzfläche produziert werden. Das heißt, 60% der Fläche nutzen wir, um uns Fleisch zu produzieren. Ja, das ist ein Vielfaches der Nahrungsmittel und wenn man nochmal ganz unten schaut, Industriepflanzen, also auch die Rohstoffbasis der Zukunft, sehen wir 2%. Hier sieht man schon in Zahlen eines der Probleme. Wir haben unsere Produktion immer weiter industrialisiert, wir haben sie eben auf die Fleischproduktion intensiviert, wir haben auf die Milchproduktion gesetzt und haben damit auch Berge und Überschüsse erzeugt und hier liegt eine Wurzel auch der Transformation, auf die ich später nochmal zu sprechen komme. Anderes Problem, schauen wir auf die wachsende Weltbevölkerung, dann sehen wir hier, dass die verfügbare Fläche immer weniger wird. Wir werden ja nachher noch den Film sehen, auch da wird nochmal eingegangen auf diese durchschnittlich 2000 Quadratmeter, die jedem Menschen augenblicklich zur Verfügung steht. Ja, es wird aber tendenziell noch weniger werden, weil ja die 8 Milliarden bald erreicht sind. Und dieses macht schon die Frage auf, was produziere ich denn dort jetzt? Ja, wenn alle Menschen auf der Erde so, wie wir hier in den Industrieländern, Futtermittel produzieren, wird es nicht funktionieren. Das wissen wir jetzt schon. Ja, es wird also auch eine Konkurrenz geben, die gibt es schon zwischen den Pflanzen, die wir auch für andere Zwecke brauchen, für Faserproduktion, für lignin-basierte Produktionslinien, für weitere Dinge. Und deswegen müssen wir uns damit auseinandersetzen, was ist denn eine nachhaltige Nutzung dieser 2000 Quadratmeter? Die letzten 50 Jahre, sage ich mal, sind wir hier in einer kontinuierlichen Intensivierung Phase gewesen. Das sieht man hier ganz schön, was hier rot abgebildet sind, ist, das sind die Intensivtierhaltungsgebiete, in denen industrielle Schweinehaltung, industrielle Hühnerhaltung, wir kennen das so ein bisschen, die Produzenten hier in Nordrhein-Westfalen auslaufen nach Niedersachsen, aber auch Schleswig-Holstein sind so diese Gebiete. Und damit verbindet sich eben mit einer solchen hohen Tierbesatz pro Fläche, pro Flächeneinheit, die viel zu hohe Belastung der Fläche mit den Reststoffen aus der Tierproduktion. Das heißt, wir haben eine Überdüngung und diese Misswirtschaft, die hat dazu geführt, dass tatsächlich Deutschland vor dem Europäischen Gerichtshof angeklagt worden ist. Das liegt ein paar Jahre zurück und hat nachbessern müssen, seine Agrarpolitik, seine Düngegesetzgebung und wir befinden uns jetzt in der Phase, dass hier Dinge anders gemacht werden. Man sieht auch den Effekt hier im Vergleich. Ja, wir haben die Stickstoffüberschüsse etwas verringern können, aber wir haben nach wie vor eine Nitratproblematik, die sich hier ergibt mit dieser hohen Überdüngung. Ja, entsprechend sind eines der Hauptursachen eben die Mineraldünger, die man hier in dem grünen Bereich sieht. Die kommen und damit ist ja die industrielle Landwirtschaft auch immer weiter gewachsen. Die kommen aus der Synthese, die kommen aus der Chemiefabrik, diese Mineraldünger, die kommen aus der Haber-Bosch-Synthese. Und diese Haber-Bosch-Synthese, das war für mich auch so ein wichtiger Punkt in der Winterschool, die wir hatten, als die BASF gesprochen hat, ist eine der CO2-intensivsten Produktionslinien, die wir haben in der chemischen Industrie.
Das heißt, wir müssen weg davon. Wir müssen mit Wirtschaftsdüngern wirtschaften. Natürlich brauchen wir Düngemittel in einer ökologischen Landwirtschaft. Ich will Ihnen hier ein ganz paar Preise zeigen. Wir befinden uns augenblicklich in der Energiekrise, will mich aber hier nicht lange aufhalten. Das heißt, auch für Landwirte ist die Situation im Augenblick unglaublich schwierig, wenn sie Stickstoffdünger einkaufen, wie hier Kalkammonsalpeter, oder wenn sie auch Phosphordünger einkaufen, haben wir eine ähnliche Entwicklung seit 2020. Hier mal die Kalidünger, das ist also hier ähnlich, und entsprechend der Lieferketten haben wir hier also auch den Sojapreis, der im Augenblick hier durch die Decke geht. Das heißt, den Landwirten steht das Wasser hier oben. Die sind stark gefährdet, denn sie können schlichtweg, wenn man fragt, wenn man sich unterhält, sagt er, ja, ich dünge halt nicht mehr. Ich mache hier nichts mehr, ich mache da nichts mehr. Ich muss hier jetzt einhalten, und das geht natürlich an der einen oder anderen Stelle auch schief perspektivisch. Gleichwohl wissen wir, dass durch diese Wirtschaft wir Umweltschäden haben. Ja, und wenn man das mal kalkuliert, wenn man das mal abschätzt, so habe ich hier eine Studie, die uns zeigt, dass wir eben an die 90 Milliarden Euro pro Jahr in Deutschland hier als externe Kosten verursachen für das, was hier an 21 Milliarden an Bruttowertschöpfung durch die Landwirtschaft erzeugt wird. Wie kommt das? Das sind Folgeschäden, die eben entstehen, beispielsweise durch die Nitratbelastung des Grundwassers. Solche nitratbelastete Grundwasser ist nicht mehr zugelassen in einem Trinkwasserbrunnen, wenn er eine Schwelle überschreitet, und dann muss ich das Trinkwasser verdünnen, dann muss ich weiteres Wasser nehmen. Das ist nur eines der Probleme, die sich mit diesen Folgeschäden verbindet. Ja, im Wesentlichen sind es Schäden hier durch die externen Inputs, also die durch die industriell gefertigten zusätzlichen Stoffe wie eben Mineraldünger oder auch Pflanzenschutzmittel, die dann über die Abwasseranlagen auch Umweltschäden machen. Kommen wir jetzt mal zu dem zweiten Teil. Ich möchte ein bisschen was sagen zum ökologischen Landbau. Wo kommt der eigentlich her? Wie sind die Wurzeln? Der ist also auch schon 100 Jahre alt. Schaut man mal hier in den 1920er Jahre, dann haben wir hier diese Gruppe um den Rudolf Steiner. Einige von Ihnen kennen die Waldorfschulen, die Anthroposophen haben hier einen landwirtschaftlichen Kurs geschaffen, der bis heute hier auch eine wichtige Rolle spielt und die Grundlage ist für die Höfe, die nach den Demeter-Kriterien wirtschaften. Wir haben dann eine zweite große Gruppe um den Müller und Rusch, auf die sich heute die Biolandverbände beziehen, wo es sehr stark um die Bodenfruchtbarkeit geht. Und ja, wenn Sie sich erinnern, an manchen Stellen gibt es sie noch, die Reformhäuser, dann haben wir hier auch Wurzeln aus der Jahrhundertwende, aus der letzten Jahrhundertwende, Lebensreformbewegung, Reformschulen, das passt alles so ein bisschen zusammen, dieses neue, biologisch bewusste Leben, was damals eine Rolle gespielt hat und eben hier auch auf solche neuen Produktionsformen eingewirkt hat. Und das sieht man hier nochmal mit diesen Basisschriften. Ja, man liest diesen landwirtschaftlichen Kurs, man setzt sich intensiv hier auseinander mit diesen Grundgedanken, die Rudolf Steiner hier gefasst hat. Und das hat bei den Demeterhöfen doch sehr intensive Auswirkungen. Da geht es also auch um die Mondphasen, die hier eine Rolle spielen bei Aussaaten und bei Feldmaßnahmen. Es geht um Präparate, es werden beispielsweise Hornkieselpräparate hergestellt und auch ausgebracht. Die Demeterhöfe haben eigentlich sehr strenge Regularien, noch mal strenger als die Biolandverbände. Und beim Bioland geht es sehr stark um die Bodenfruchtbarkeit. So kann man es also grob umschreiben. Was ist also der ökologische Landbau? Ja, wir haben so eine grobe Vorstellung. Es ist ein System, das die Gesundheit von Böden, Ökosystem und Menschen erhält. Ja, das ökologische Prozesse, Biodiversität und die an die lokalen Gegebenheiten angepasste Kreisläufe setzt.
Das heißt, es werden negative Auswirkungen verhindert. Und wie kann ich das tun? Ja, indem ich eben grundlegend des Lebens beachte, indem ich hier mir Gedanken mache, wie kann ich produzieren, ohne dass ich eben Stickstoff und Phosphor in die Umwelt ausbringe, indem ich nicht die Biodiversität gefährde, weil ich beispielsweise Pflanzenschutzmittel ausbringe oder Herbizide ausbringe in einem großen Umfang und damit eben viele Pflanzenarten gefährde. Das ist so der Grundsatz. Und aus diesem Grundsatz haben wir in Europa eine EU-Öko-Verordnung schon relativ lange. Und diese EU-Öko-Verordnung, die jetzt zuletzt novelliert worden ist, die setzt uns einen Rahmen. Das heißt, ich kann mich entscheiden, als Landwirt zu produzieren nach dem Biosiegel der EU und damit Punkt. Das heißt, ich muss nicht einem der hier genannten deutschen Verbände beitreten oder einem französischen Verband, je nachdem, wo mein Betrieb ist, sondern ich kann mich auch entscheiden, ganz allein nach diesen Rahmenrichtlinien der EU-Öko-Verordnung zu produzieren. Das hat dann zur Folge, dass ich auch kontrolliert werde, dass ich aber hier vielleicht ein bisschen weniger strenge Auflagen habe bei bestimmten Dingen, dass ich aber auch natürlich weniger Beratung habe. Trete ich jetzt einem dieser Verbände bei, ja, die größten sind eben jetzt Demeter und Bioland, die hatte ich schon genannt, dann habe ich die Chance auch, dass meine Umstellungszeit auf den ökologischen Landbau hier beraten wird. Genauso nutzen wir das gerade als Beratungsinstrument. Wir bekommen geförderte Stunden für den landwirtschaftlichen Betrieb im Landkreis St. Wendel, wo dieser Biolandberater uns zur Seite steht und einige Dinge, die aufkommen in dem Prozess, eben hier für den Betrieb klärt. Ist also auch eine Chance. Man hat dann natürlich Gebühren, aber das ist jetzt auch nicht ultimativ hoch, so wie ich auch Gebühren habe, wenn ich jetzt ein Managementsystem einführe oder andere Dinge zertifizieren lasse. Klaus Helling hat es schon erwähnt, dass es einen gewünschten Zuwachs geben soll, nämlich schon allein durch die EU-Politik, hier als Farm-to-Fork-Strategy formuliert, soll der Biolandbau auf 25% der Flächenanteile wachsen und gleichzeitig, und um dieses Ziel geht es in den letzten Tagen sehr viel in der Presse, weil das vielen Landwirten nicht schmeckt, weil die da Bedenken kriegen, sollen die Pestizide-Einsätze um 50% reduziert werden. Ja, das ist also hier in dieser Farm-to-Fork-Strategie formuliert und wir sind eben noch lange, das ist ein Teil des Green Deal-Programmes, wir sind noch lange nicht so weit, wie man hier sieht. Schauen wir mal auf die rechte Karte, haben wir hier im Saarland tatsächlich die höchste Rate, darauf ist das Saarland sehr stolz, mit 19%. Und in den Bereichen typischerweise auch die Bereiche, wo wir die Intensivtierhaltung haben, eben noch im einstelligen Bereich. Schauen Sie nach Österreich, in den Nachbarländern ist Österreich sogar noch höher, hat über 20%, ich glaube 23% so ungefähr, sind wir also da noch nicht in der Spitze in der EU, aber wir stehen auch nicht so ganz schlecht da in Deutschland. Schaue ich in meine Studienzeit, 1980er Jahre, da lag das so ungefähr bei 2%. So weit ist das langsam, aber kontinuierlich gewachsen. Und ja, diese Fläche, die wir hier haben, die soll dann, wenn es nach dem Koalitionsvertrag geht in Deutschland, sogar auf 30% wachsen bis 2030. Das ist also ein nochmal ambitionierteres Ziel, was wir hier haben. Und ja, man schätzt es so ein, dass man hier marktgetrieben, Sie haben das, denke ich, alle auch beobachtet, dass wir hier eine höhere Nachfrage gehabt haben die letzten Jahre. Ich spreche jetzt gerade nicht von dem krisenbedingten Rückgang von 20-30%, die alle einklagen im Moment. Da sind aber auch die konventionellen Lebensmittelhändler betroffen, sondern ich spreche von dem Hineingehen in den Lebensmittelhandel, in die Discounter, was dem Bio-Produkten, denke ich, schon sehr gut getan hat, also auch abseits der reinen Bioläden, hier einen Markt zu erobern.
20% reicht aber nicht. Deswegen überlegt man im Moment auch, wie man durch Anreize in Deutschland eben diese 30% erreichen kann. Ja, und das kann nur durch zusätzliche Förderungen von Landwirten geschehen, dass sich hier auch mehr Betriebe da rein wagen, das tun und umsetzen und sich dann eben entsprechend auch beraten lassen. Ja, um nochmal kurz zu sprechen, was ist denn ökologischer Landbau noch, außer keine Pflanzenschutzmittel zu verwenden? Ja, es gibt tatsächlich einige Hilfsmittel, die hier auch im ökologischen Landbau zugelassen sind, zum Beispiel der Netzschwefel im Weinbau und andere. Ja, es gibt so ein paar Ausnahmen, es gibt eine Liste, die angehängt ist, was man einsetzen darf, aber die klassischen Pestizide sind eben absolut verboten. Es geht also nur darum, organisch gebundene Düngemittel zu verwenden. Das heißt, das ist Stallmist, das ist auch Gülle und das sind Gärreste. Wenn ich die aber auch über die Maßen ausbringe, kann ich genauso gut eine Überdüngung verursachen und Nitrat in das Grundwasser bringen. So geschehen auch eben in den Intensivanbaugebieten. Ja, was bedeutet ökologischer Landbau noch? Dass ich eben Stickstoff auch gewinnen kann durch Gründüngung, dass wir hier die bisherigen Futtermittel, die Eiweiße tragen, zum Beispiel das Soja, ersetzen durch eigene und heimische Futtermittel. Ich komme auf diese Punkte gleich noch ein bisschen zu sprechen und dass wir eine ausgeprägte Humuswirtschaft im Boden betreiben. Und ein ganz wichtiger Punkt, der für auch die Krux ist für die Umstellung auf den ökologischen Landbau, dass eben hier ein maximaler Wirtschaftsdüngeranfall von 170 Kilo N ist das pro Hektar hier nach EG-Öko-Verordnung ausgebracht werden darf, und das verbindet sich automatisch mit umgerechnet rund 2 Großvieheinheiten, also sprich 2 ausgewachsenen Rindern. Das ist der Maximalanteil und das ist jetzt ein wesentlicher Unterschied zu den konventionellen Betrieben, die hier pro Flächeneinheit eben in meistens natürlich Stallhaltungen, Intensivstallhaltungen wesentlich über diesen Wert gehen und dann natürlich pro Fläche ein Problem haben, diese Düngemittel auszubringen und sie mit der LKW bis hin nach Polen fahren, wo wir dann Stickstoffdüngerbedarf vielleicht noch haben. Also eine Flächengebundenheit ist ein wichtiger Punkt, wenn eine ökologische Umstellung erfolgt. Ist mein Tierbesatz zu hoch? Ist der Tierbesatz richtig? Ein ökologischer Betrieb gestaltet sich meines Erachtens sehr wohl auch mit einer Tierhaltung, denn wir brauchen die organischen Düngemittel und wir brauchen auch eine Weidelandschaft. Das wird manchmal missverstanden in dem Sinne, dass es um die Frage geht, können wir dann rein vegetarische Betriebe laufen, weil wir wollen ja auch mehr Gemüse essen. Natürlich können wir mehr Gemüse anbauen und sollten wir auch, aber wir brauchen eben auch, ich habe jetzt hier mal die ganz besonderen Formen von Weidehaltung auf die Folie gebracht, ja, die hier eben auch wieder im Kommen sind, die wieder ausprobiert werden. Ne, zum Beispiel haben wir ein schönes Projekt hier aus dem Wilde Weiden-Programm, auch im Saarland, wo man Wasserbüffel kombiniert mit Pferden und auch mit Heckrindern. Das sind nachdomestizierte Züchtungen, die dem ausgestorbenen Urrind nachgeahmt sind. Ja, es sind keine direkten Nachfahren mehr, aber sie sind ähnlich und man versucht durch solche extensiven Weidehaltungen eben auch neue Ansätze zu finden, wo wir also ein Kulturland erhalten und wo wir gleichzeitig eine Rinderhaltung haben. Ja, beispielsweise wird bei diesem saarländischen Projekt direkt auf der Weide geschlachtet. Da wird direkt, das Rind wird gar nicht mehr transportiert, ne? Oder das geschlachtete Tier. Ganz interessant. Und Wasserbüffel, ja, auch ganz spannend. Das sprechen Sie mit Naturschützern, dann wissen wir sehr genau, dass eine Biodiversität sich eben auch auf diesen Ländern, auf diesen Weideländern einstellt. Denn es gibt sehr viele spezialisierte Insektenarten, die eben gerade in dem Kuhfladen, ne, in solchen Weidelandschaften auch
überleben können. Und all das haben wir verloren, indem wir ja die Tiere überwiegend in die Stallungen gebracht haben und damit nicht mehr draußen haben. Das heißt, wir berücksichtigen ein Maximal, da steht das N auch dabei, ein Maximal-Input an Nutztieren und erinnern uns auch, es hat mir so gefallen, dass unsere Kulturlandschaft, das wissen wir ja beim Naturschutz sehr genau, eben auch eine Mischung immer gewesen ist, ne, des Sammlers und des Jägers und später des weidehaltenden Menschen. Biodiversität heißt eben, sich auch wieder in diese Richtung zu bewegen und auch wegzukommen von unseren reinen Stallhaltungen. Ne? Was nützt es, wenn ich Allgäuer Weidemilch kaufe, die aber aus dem Boxenlaufstall kommt? So ist es in der Regel heute schon selber auf dem Urlaubshof gesehen. Ja, das wissen die Menschen gar nicht mehr, ne? Dass wir diese Almwirtschaft gar nicht mehr haben oder sie vielerorts auch leider verloren haben. Zu einer nachhaltigen Landwirtschaft gehört also meines Erachtens sehr wohl eine Tierhaltung, aber eine Tierhaltung, die sich auch eindeutig bekennt. Ja, es nützt nichts, nur zu sagen, ich habe jetzt 2 Großvieheinheiten, ne, pro Hektar. Ich muss mir schon mehr Gedanken machen, was ist eine artgerechte Haltung. Und ich denke, einige von Ihnen haben in den letzten Jahren vielleicht das Tierwohl-Label gesehen auf den Lebensmitteln, eine freiwillige Kennzeichnung, die es durch den Handel gegeben hat oder noch gibt, die eingeführt worden ist. Welchen Effekt hat es gehabt? Wir haben diese Label dann auf den Produkten, die günstig dastehen, und die Label fehlen auf den Produkten wie Wurstwaren, wo sie dann ein D oder E hätten. Das ist ein Effekt von freiwilliger Kennzeichnung, und das, was die Bundesregierung jetzt gerade verabschiedet hat, ist eine verpflichtende Tierhaltungskennzeichnung mit einem solchen bewusst schwarz-weiß gestalteten, nicht schwarz-rot-gold oder ampelfarbenen Label. Das ist also so gewünscht, damit man hier nicht geblendet wird durch Farben, soll jetzt ein neuer Ansatz werden. Und das Wichtige, deswegen hier unterstrichen, ist der verpflichtende Ansatz. Das heißt, jedes Produkt, jetzt mal mit dem Beginn mit dem Schweinefleisch, Frau Ministerin hat es auch erwähnt letzte Woche, bekommt dieses Label, und man will dann weiter vorgehen, auch für andere Fleischsorten diese Kennzeichnung einzuführen. Und dahinter steckt natürlich ein differenziertes System, wie ich das beurteile. Bio ist Gott sei Dank hier auch Bio als separat, der ökologische Betrieb hier im absoluten Vorteil. Und dann geht es hier um Quadratmeter, um artgerechte Angebote, wie das Scharren können bei Hühnern oder eben das Spielzeug auch in einer Haltung. Es geht also nicht immer zwingend nur um den Auslauf, darum geht es auch, aber es geht um den Platz. Ne? Es geht um die artgerechte sonstige Gestaltung dieser Stallungen. Ja, ein paar Aspekte noch zum ökologischen Landbau. Wie kriegen wir es hin, dass wir das genannte Sojaschrot, was ja bekanntermaßen aus Ländern in Südamerika beispielsweise kommt und unsere Regenwälder als Cash Crop hier kaputt macht, wie kriegen wir es hin, in einer ökologischen Landwirtschaft diesen Eiweißersatz zu schaffen? Ja, wir haben gesehen, eine Eiweißlücke, ja, weil wir eben so große Tierbestände haben. Das eine ist natürlich auch die Reduktion dieser Tierbestände, zum Beispiel durch extensive Weidehaltung, durch Mutterkuhhaltung. Ja, wir haben dann natürlich andere Erträge, die sich verbinden können mit einem anderen Konsum. Wir haben uns Verbraucher hier einen ganz wesentlichen Anteil, und das ist auch das, was mir an dem Thema so gefällt, weil wir selber hier eine ganz große Stellschraube haben. Wir haben dann die Politik, die auch auf Bundeslandebene hier Eiweißpflanzen stärken kann, die europäische Agrarpolitik, und wir haben dann Möglichkeiten durch Leguminosen, die wir sie hier im Bilde sehen, Lupinen, weiße Lupinen, daraus kann ich Eis machen, daraus kann ich auch Futtermittel produzieren aus Leguminosen, hier einiges an Ersatz zu schaffen. Es ist eine Herausforderung, wir sehen hier auch nochmal so einen Feldfutterbau, Hafergerste und Erbse,
Das ist der Landwirt nicht gewohnt. Ich bin halt gewohnt gewesen, ich mache jetzt hier einen intensiv Maisacker und das ist es. Und wir müssen hier wieder dazulernen mit diesen Futtergemischen, eben auch eiweißreiche Kost für die Nutztiere, die wir dann haben, zu produzieren. Und so kann es funktionieren und das muss man rechnen. Und dann muss man sich eben ausrechnen, wie kann ich mit meinem Futter zurechtkommen. Die letzten Jahre mit den trockenen Sommern sind Landwirte sehr wohl in die Bredouille gekommen und haben keine Futtermittel mehr. Das Letzte, was ich hörte, ist, wenn das so weitergeht nächstes Jahr, dann muss ich abschlachten. Das war ein großer Betrieb hier in der Region, der einseitig auf Milchviehhaltung setzt und dann ganz unmittelbar auch betroffen sein könnte. Das war jetzt ein konventioneller Betrieb. Ja, in diesem Sinne gibt es hier durchaus Erfahrungswissen und es gibt auch ein paar Strategien, mit dem Klimawandel umzugehen, nämlich mit Trockenheit. Man sieht hier jetzt mal so ein paar Beispiele, was kann ich für den Klimaschutz tun, beispielsweise so ein Agroforstsystem, eine Mischung aus Feldkultur und einem schnell wachsenden Baum, den ich hier regelmäßig ernten kann. Das wäre so ein Agroforstsystem zu nutzen. Oder auch im Landkreis St. Wendel haben wir hier ein schönes Projekt, nämlich die durchwachsende Silphie oder auch genannt Becherpflanze, die also wesentlich besser mit trockenen Sommern zurechtkommt und eine Dauerkultur ist, die sich so geeignet, daraus Papier herzustellen, also eine Fasergewinnung schließt sich auch an diese Produktion an. Und ja, in diesem Sinne gibt es hier so ein paar interessante Ansätze. Wir werden nicht diese trockenen Sommer komplett kompensieren können. Landwirte müssen sich auch in ihrer Sortenwahl umstellen und müssen hier eben schauen, dass sie den Boden bedecken. Und ja, wenn ich es ganz technisch mache, kann ich hier so ein Agri-PV-System installieren, auch eine ganz neue Variante, wie sie jetzt in einigen Projekten schon ausprobiert wird, als Schattendach oder auch als Begrenzung meiner Ackerfläche. Da gibt es verschiedene Varianten dazu. Die Landwirtschaft hat also Funktionen und es hat hier eine große Metastudie gegeben, diese Funktionen überhaupt mal zu definieren, weil man ja sehr wohl dann darüber nachdenkt, wie können wir die Landwirte finanziell unterstützen. Das brauchen die, denn sie tun ja etwas auch für den Klimaschutz und warum sollen wir nicht auch über Förderinstrumente in Zukunft diese Klimaschutzfunktionen stärker bezahlen, finanzieren als Gesellschaft, als Wirtschaft. Und das hat man hier erstmal ausgewiesen in dieser Studie und sieht auch die Vorteilhaftigkeit des ökologischen Landbaus für alle diese Bereiche, die wir hier haben. Entsprechend halte ich es für sehr gerechtfertigt, dass man in den nächsten Jahren diese Möglichkeiten, die Landwirte jetzt schon haben, dass sie beispielsweise Fördermittel für Blühstreifen oder Brachen bekommen, dass wir diese Möglichkeiten noch wesentlich ausbauen. Und eine interessante Möglichkeit ist, dass ich hier sogar bezahlt werden kann über die Steigerung meiner Humusgehalte im Boden. Also ich bekomme ein Zertifikat, hier haben wir mal zwei Beispiele. Es gibt schon solche Agenturen, die solche Zertifizierungen vornehmen. Ich mache als Landwirt einen Vertrag über mehrere Jahre und bekomme dann pro nachgewiesenem Prozent an gestiegenem Humusvorrat. Der Humus, das ist der Kohlenstoff im Boden, das ist das Schwarze an der Erde, wenn wir den Kompost ausbringen. Wenn ich das erfolgreich tue, dann kann ich hier eben eine Prämie bekommen pro gebundener Tonne CO2 von 30 Euro. Das ist ein langsamer Prozess und ich sage auch, diese Maßnahmen, die sind nicht ganz ohne Risiko, weil Humusabbauprozesse sich auch infolge von Klimaveränderungen ungewollt verändern können. Deswegen muss man hier ganz vorsichtig in diesem Bereich schauen. Aber es ist eine neue Chance und ich beobachte das mit Interesse, wie diese Maßnahmen vielleicht dann auch noch eine sinnvolle Einnahmequelle zusätzlich werden können. Für einen ökologischen Landwirt ist es selbstverständlich, dass wir hier diese Bodenfruchtbarkeit fördern und da Maximales tun dafür. Warum soll ich nicht dafür auch noch entlohnt werden, wenn es funktioniert? In diesem Sinne tun wir etwas hier
zu der Reduktion dieser Folgekosten, die ich Ihnen eingangs auch gezeigt hatte, und sollten eben dann auch die Landwirte hier unterstützen. Und die finale Frage, die sich natürlich bei einem Umstellungsprozess immer stellt, wie stehe ich denn da? Kann ich mir das leisten? Das ist auch ganz unmittelbar bei unserem Betrieb. Und dann sehen wir hier in der Thünen-Studie, dass in den letzten Jahren die ökologischen Betriebe besser dastehen. Das hat Gründe. Die ökologischen Betriebe sind teilweise besser mit der Trockenheit zurechtgekommen. Wir haben gar nicht so geringere Erträge gehabt wie andere konventionelle Landwirte. Die haben natürlich gute Verkaufspreise, die haben den Markt erschlossen, beim Aldi, beim Lidl, haben dadurch einen hohen Absatz und eine gute Nachfrage durch die Verbraucher. Und wir haben auch eine gewisse Abnahme der Fleischproduktion, der Zunahme der Nachfrage nach vegetarischen Produkten. Das ist also alles im positiven Bereich, wie wir das hier sehen können. Und ich möchte zum Abschluss sagen, dass ja die kritischste Frage, die immer gestellt wird, wir könnten uns das nicht leisten, den ökologischen Landbau nach vorne zu bringen, weil wir produzieren ja viel weniger. Wir haben geringere Erträge. Das geht doch nicht zusammen mit den 8 Milliarden Menschen auf der Erde. Wenn wir das hochrechnen, und dazu sind einige Studien gemacht worden, können wir sagen, doch, wir können es uns leisten, wenn wir eben hier, wie auch Jochen Rockström sagt, wenn wir umswitchen, wenn wir zum einen unseren Konsum verändern, wenn wir weniger Abfälle produzieren und unsere Flächen sinnvoll belegen. Und sinnvolles Belegen von Flächen heißt eben nicht 60% Futtermittel, sondern heißt Nahrungsmittel, heißt biologische Rohstoffe produzieren. Ja, und wenn wir jetzt dann noch die Verluste abbauen, die wir haben auf der Strecke Lebensmittelproduktion und auch bei den Bioenergiepflanzen, da bin ich kritisch, Verhalten operieren, dann kommen wir zumindest in der Hochrechnung auf 10 Milliarden Menschen so etwa zurecht. Vielleicht nicht 15 Milliarden Menschen, ja, da habe ich auch meine Zweifel, aber mit einer vernünftigen Wirtschaft und einem anderen, mit einem veränderten Konsum, und das ist eindeutig, kämen wir zurecht und müssen nicht, können nicht argumentieren, der ökologische Landbau kann die Menschen nicht ernähren. Ja, damit komme ich zum Abschluss und würde mich über ein paar Fragen noch freuen. Die Zeit ist schon fortgeschritten, aber vielleicht gibt es auch noch direkte Fragen. Vielen Dank. Ja, bitte. Sie haben ja am Anfang gesagt, dass 60% der landwirtschaftlichen Fläche für Futtermittel genutzt wird und später dann meint, dass ohne Tiere nicht geht. Wieso nicht? Also wieso funktioniert die Landwirtschaft nicht ohne Tiere? Ja, die Argumentation ist so, dass ich ja Stickstoffdüngemittel benötige und dass wir natürlich über Leguminosen, also Stickstoffsammler, das sind zum Beispiel Lupine, kennt man, oder Erbsen, Bohnen, dass diese auch Stickstoff in den Boden bringen können. Das sind aber die einzigen Pflanzen, die das können. Das heißt, mit Gründüngung, mit organischer Düngung, mit Mulch kann ich hier einiges erreichen, aber nicht in der Höhe, wie ich es schaffen kann, wenn ich Kompost ausbringe oder wenn ich eben organische Düngemittel, also Stallmist aus der Viehhaltung hier, als zusätzlichen Stickstoffzufuhr oder auch Kaliumzufuhr nutze. Ja, in diesem Sinne ist für mich ein ganzheitliches Konzept sehr wohl verbunden auch mit Fäkalien aus dem tierischen, aus der Tierhaltung. Höfe können da zusammenarbeiten. Das kann auch tierlose Betriebe geben und auch das ist eine ganz interessante Option für die Kooperation zwischen Höfen. Der eine hat mehr Futtermittel. Also solche Futtermittelpartnerschaften, da entsteht auch gerade etwas so in der Zusammenarbeit, ja, wo ich mir behelfen kann. Der eine Knappheit hat, kann vielleicht ein anderer Betrieb helfen, weil er gar keine Tierhaltung hat. Und das ist auch in einem gewissen Umfang erlaubt, dass ich mir externe Futtermittel von Biobetrieben dann zukaufen darf. Ja, in diesem Sinne bin ich klassisch geprägt und sage, der 25 Hektar Betrieb bei mir gegenüber war immer ein Betrieb mit Hühnern und mit
Milchkühen, aber in einem kleinen Umfang. Ne? Und das ist für mich so der alte landwirtschaftliche Betrieb. Und ich sehe es schwer, von der Nährstoffwirtschaft her komplett hinzukriegen ohne das. Ne? Ich sehe auch die Weidehaltung, ne? Natürlich noch als ja, das, was ich gezeigt hatte, was wir hier an Erkenntnissen haben aus dem Naturschutz. Ich kenne Projekte aus dem Allgäu, jetzt aus dem Sommerurlaub, wo man mit großen Mühen wieder Freiland schafft, ja, weil die Biodiversität verloren gegangen ist. Da werden Millionen Euro ausgegeben, damit ich wieder ein Freiland erreiche, was ich eben früher durch Weidehaltung gehabt habe. Ne? Und das ist so dieser Aspekt. Urwald haben wir eh nicht mehr in Deutschland. Wir haben eine Kulturlandschaft und dieser Erhalt einer möglichst diversen Kulturlandschaft, ich glaube, das ist so der Schlüssel. Und dazu gehört für mich durchaus auch ein grasendes Rind oder eine Ziege oder ein Schaf, was ich hier auf die Kalkab-Trockenrasen schicken kann und es da die Arbeit für mich macht. Dann brauche ich keine Millionen Entbuschungsmittel, ne, zu investieren in solche Projekte. Das ist irgendwo schon verrückt. Susanne, es gibt ja einen großen Unterschied zwischen der Tierhaltung auf Grünland und der Tierhaltung, auch wenn ich jetzt gerade an Rinder- oder Milchviehbetriebe denke, wo ich dann eben zufüttern muss. Und du hast in so einem Nebensatz eben gesagt, die Weidemilch ist gar nicht immer so, wie man die sich vorstellt, dass die Tiere tatsächlich auf der Weide Gras, was für uns ja als Nahrungsmittel nicht so direkt nutzbar ist, umformen durch ihre vielen Mägen und das Wiederkauen und dann Milch produzieren können. Das ist das, was ich mir vorstelle, wenn ich das Thema Weidemilch höre. Das ist aber auch nicht so, oder? Kannst du das nochmal ausführen? Ja, für mich war es ein Schlüsselerlebnis. Ich muss jetzt vorsichtig sagen, weil es gibt sicher auch einen geschützten Markennamen. Ne? Aber ich meine jetzt so die Allgäuer Milch oder das, was wir verbinden mit einer bäuerlichen Landwirtschaft, was häufig auf den Produkten uns beschrieben wird. Urlaubs-Berchtesgadener Land, typische Situation, wo wir auch bei Landwirten zu Gast waren, die gesagt haben, ja, wir haben umgestellt, wir haben vor 5 Jahren alles in den Stall geholt. Ja? Wir haben eine schöne Förderung bekommen für den neuen Boxenlaufstall. Ja, da haben die Tiere auch gewisse Bewegung, aber sie kommen eben nicht mehr raus auf die Weide. Natürlich wird dann Futter geschnitten mit den großen Maschinen. Also die fressen schon noch Gras. Ja? Das ist schon in gewisser Weise noch Bio-Futtermittel, wenn man so will. Aber es ist nicht mehr die Landwirtschaft, wie wir sie eben gehabt haben. Ich kenne auch die andere Seite. Ich bin selber ein Jahr auf dem Betrieb tätig gewesen und habe um 5 die Kühe holen müssen, morgens um 5, zum Melken, was das bedeutet, ja, für die Menschen. Das ist die andere Kehrseite. Weswegen man natürlich verständlicherweise auch Prozesse automatisiert hat. Ein Melkkarussell, das ist schon faszinierend, wie wir das heute machen können. Aber es hat eben auch viele, viele Nachteile, dass solche Tierbestände dann sehr viel mehr auch mit Medikamenten geschützt werden müssen, dass sie kranker werden, dass der große Streit jetzt darum, ob man das Kalb wegnimmt oder nicht wegnimmt, ob ich noch Milch produzieren kann, gibt es ganz heterogene Meinungen darüber. Und ich habe mir neulich erst sagen lassen, es funktioniert. Ja, ich kann auch das Kalb etwas länger an der Mutter lassen und kann trotzdem später melken. Ja, vielleicht melke ich dann ein bisschen geringere Menge als bei der Hochleistungskuh. Ja, und da geht halt der Streit. Das heißt, wir sind weg von der naturnäheren Wirtschaft, ich sag's mal so. Ja, bei der Weidemilch bin ich jetzt ein bisschen vorsichtig. Es kann sein, dass es auch ein geschützter Markenname ist. Ja. Ich habe mit Dr. G. gerade gefragt, was Weidemilch ist. Also mindestens 120 Tage im Jahr müssen die Kühe draußen sein und sie werden eben nicht auch in der Stallphase mit Soja- oder Eiweißfutter gefüttert. Ja. Aber sie sind nicht das ganze Jahr draußen, wie man das im Idealbild sich vielleicht vorstellt. Da gibt es eben Grenzen und dann darf man es Weidemilch nennen. Und das ist so ein schwieriges Thema bei vielen landwirtschaftlichen Produkten. Was erkennt man eigentlich von dem, was auf der Packung draufsteht? Wie ist es denn wirklich? Und hält es das, was es verspricht? Da muss man schon mal ein bisschen dahinter gucken. Man arbeitet dran an so einer Transparenz, bei denen jedenfalls, denen
an Transparenz gelegen ist. Aber es gibt auch viele, die wollen einfach auch der Welle mitschwimmen und die schreiben dann was drauf oder machen die Bilder drauf auf die Packungen, wo man dann denkt, ach, ist ja alles gut, sollte ich nehmen. Und wenn man das sozusagen als einen Übergang zu dem Video zum Thema Ernährung und Landwirtschaft uns mal vorstellen vom Ecker von Hirschhausen. Herzlichen Dank für die Einladung, sehr geehrte Ministerin Petra Berg, liebe anwesende Expertinnen und Experten. Es ist mir eine große Ehre, einen Beitrag zu Ihrem Symposium über den Tellerrand blicken, nachhaltige Ernährungssicherheit in Krisenzeiten zu halten. Nach Mujib Latif, nach Sarah Wiener, jetzt meine kleine Keynote. Und als Medienmensch möchte ich weniger über die Fakten sprechen, als vielmehr über die Frage, wie können wir mehr Menschen davon begeistern, das Thema so prioritär zu sehen, wie Sie es ja tun, sonst wären Sie jetzt nicht heute auf dieser Konferenz. Ich habe, wie einige wissen, die Stiftung Gesunde Erde, gesunde Menschen gegründet. Ich bin ursprünglich Arzt und Wissenschaftsjournalist und seit 30 Jahren auch in den verschiedenen Medien, sei es Buch, sei es Fernsehen, sei es Bühne aktiv. Ich war auch schon sehr gerne und sehr häufig im Saarland unterwegs. Beende gerade jetzt meine Bühnentätigkeit, um mich voll und ganz der Frage, wie hängt Klimakrise und unsere Gesundheit zusammen, zu widmen, auch mit Formaten wie Wissen vor Acht Erde. Das zu meinem Hintergrund und zu der Frage, welche Narrative, welche Geschichten machen Lust auf Zukunft, möchte ich Ihnen ein paar Ideen in dieser halben Stunde anbieten und danach bin ich dann auch live aus Münster dann zugeschaltet von meiner Tour und dann gehen wir direkt in die Diskussion. Gesunde Menschen gibt's nur auf einer gesunden Erde. Das ist so wichtig, wie es scheinbar einleuchtet, aber dass gerade die Frage, was wir essen, wie wir essen, wie viel wir davon wegwerfen, auch eine der ganz, ganz großen Treiber der Klimakrise ist, das haben kurioserweise wenig Menschen bislang im Kontext gesehen. Und deswegen möchte ich darüber sprechen, wie die persönliche und die planetare Gesundheit zusammenhängen. Kleines Quiz, kleines Suchbild. Was fehlt hier? Das ist eine Abbildung aus meinem Buch Mensch Erde, wir könnten es so schön haben. Da fehlt nichts. Und natürlich sind das alles vegetarische Gerichte, fleischlose und pflanzenbasierte. Und das ist die erste Idee, dass wir oft eben vegetarisch verbinden mit, da fehlt was, statt zu sagen, ey, wenn es leckere Pflanzen gibt, lass uns die doch essen. Das ist das Gesündeste für mich und für die Erde. Und meistens hängt dieses schlechte Image des pflanzenbasierten Essens ja damit zusammen, dass es oft total fantasielos ist, was da auf den Tisch kommt. Und kleine steile These, ich weiß, dass es natürlich sehr viel differenzierter ist, aber ich glaube immer noch, dass viele Männer nicht sich die Mühe machen, ein ausgeklügeltes vegetarisches Gericht mit der gleichen Liebe zuzubereiten, wie sie bereit sind, ein 1,99 Nackensteak auf einen 600 Euro Weber Grill zu schmeißen und dafür Applaus zu erwarten. Also Fleisch zubereiten ist auf eine fatale Art und Weise viel simpler als lecker vegan oder vegetarisch zu kochen. Und das ist auch Teil des Themas, dass dieses Framing, Fleisch ist ein Stück Lebenskraft und Fleisch ist ein Stück Wohlstand und so weiter, ganz, ganz hartnäckig ist. Und deswegen dieses Suchbild. Fakt ist, klar, wir können kein Gras essen. Wir können es rauchen, wenn der Lauterbach da Fortschritte macht in der Legalisierung. Aber die Kühe gucken, denn die können das. Die haben die Möglichkeit, dass für uns Unverdauliche zu etwas Schmackhaften und Nahrhaften zu machen. Allerdings mit extrem schlechter Energiebilanz. Und ich wurde auch sehr hart von der Bauernlobby dann angegriffen, als ich in Quiz des Menschen vorgerechnet habe, dass ein Liter Milch ziemlich genau den gleichen CO2-Impact hat wie ein Liter Benzin. Und dazu auch ein kleiner aktueller Witz. Warum kostet die Hühnersuppe 300 Euro? Die ist mit echtem Gas gekocht. Wie eng auch Energie, die wir brauchen, um Lebensmittel herzustellen,
inzwischen auch an fossiler Düngung hängt. Das ist erst durch den Krieg in der Ukraine, durch den Angriffskrieg Russlands so ins Bewusstsein gekommen. Als damals im Libanon, in Beirut war das, ein Lagerhaus explodierte, dachte man sofort, Mensch, da muss es um Sprengstoff gegangen sein. In Wirklichkeit war es Dünger aller Wahrscheinlichkeit nach, der da explodierte. Warum? Weil da so unfassbar viel Energie hochverdichtet wird und nur, wenn man aus ausgelöschten Böden das raufkippt, wächst da überhaupt noch was. Also wir machen ganz schön viel Quatsch im ganzen Ernährungssystem. Und deswegen möchte ich Ihnen erzählen, wie eine Begegnung mit einem Menschen, mit einer Frage mich für dieses Thema sensibilisiert hat. Einige werden Sie erkennen, das ist Jane Goodall. Jane ist wirklich eine der beeindruckendsten Menschen, die ich jemals interviewen und treffen durfte. Inzwischen weit über 85 Jahre und ursprünglich in jungen Jahren Schimpansenforscherin, heute wahrscheinlich eine der wichtigsten Umweltaktivistinnen der Erde. Und Jane zeigte mir, wie die Menschenaffen sich begrüßen. Sie zeigte mir, wie die durch Körperkontakt Aggressionen abbauen. Dann schaute sie mich aus diesen weisen und etwas melancholischen Augen an und stellte mir eine Frage, die mich direkt ins Herz traf. Die stelle ich jetzt auch Ihnen. Jane fragte, wenn wir Menschen ständig betonen, dass wir die intelligenteste Art auf diesem Planeten sind, warum zerstören wir dann unser eigenes Zuhause? Das ist die zentrale Frage im 21. Jahrhundert. Diese Frage müssen wir uns alle früher oder später stellen. Wenn wir so schlau sind, wie wir behaupten, warum machen wir so einen Scheiß? Denn das hier ist unser Zuhause. Das ist unser Living Room, unser einziger Planet, von dem wir wissen, im Universum mit Wasser, mit Luft, mit erträglichen Temperaturen, der einzige Planet mit Kaffee, Sex und Schokolade. Es wird nirgendwo besser, nicht mal für Elon Musk. Aber wie verhalten wir uns der Klimakrise gegenüber und auch der Ernährungskrise, die damit einhergeht? Wir verhalten uns kindisch. Wir verhalten uns so, als wenn wir nicht hingucken wollten. So als würde man nachts wach mit einer vollen Blase. Und du weißt genau, was du tun musst. Und du weißt auch, es wird nicht besser, es wird nur schlechter. Und gleichzeitig stellen wir uns schlafen und denken, wenn ich die Augen zumache, dann sieht mein Körper nicht, dass ich nicht aufs Klo gehe. So doof sind wir. Und dieses Foto, das mir Harald Lesch zur Verfügung gestellt hat, ist nicht gestellt. Das ist ein echtes Foto einer Facebook-Seite eines amerikanischen Golfclubs, der sagt auch noch in der Unterzeile, wir sind stolz, dass wir uns erstmal auf die wichtigen Dinge konzentrieren, finishing the round, erstmal das Golfspiel zu Ende machen. Und der Wald brennt. Und als Elon Musk sich einmal so großspurig bei Twitter äußerte, er bietet 100 Millionen Dollar für jemanden, der was erfindet, was CO2 binden kann, hat jemand zurückgetweetet, dürfen sich auch Bäume bewerben. Das ist mein Humor. Die Nature-Based Solutions, also die Frage, wie die Natur mit all ihren Lösungen, die sie uns bislang sozusagen ohne eine Rechnung zu stellen, zur Verfügung gestellt hat, maßgeblich eben auch in den Bäumen, in den Böden, in gesunden Ökosystemen auch unheimlich viel CO2 zu speichern, das haben wir unterschätzt und wir haben auch unterschätzt, wie schnell dann durch Dürre und durch einen Funken all das CO2, was die Natur mühseligst gebunden hat, innerhalb von wenigen Stunden oder Tagen dann wieder komplett in die Atmosphäre geht. Das ist ja alles eigentlich bekannt und deswegen ist einer meiner Leitsätze geworden, Research shows that showing people research doesn't work. John Sturman, MIT. Ich bin inzwischen Mitglied im Club of Rome. Vor über 50 Jahren gab es die Grenzen des Wachstums. Es gab Holmer von Ditfurth, es gab NASA-Scientists, die die ganze Entwicklung vorhergesehen haben. Und wer es nicht kennt, der Netflix-Film Don't Look Up, Pflicht. Es ist so großartig, wie da Jennifer Lawrence und auch Leonardo DiCaprio die Story unserer Zeit erzählen, indem wir sagen, wir wollen es nicht sehen. Wir wollen da nicht hochgucken, wenn da ein Meteorit kommt. Ich möchte ja positive Beispiele Ihnen auch anbieten und deswegen schauen wir einmal kurz in den Trailer, wie auch auf Netflix, einer der großen Plattformen, Johan Rockström, der auch die Eat Lancet Commission mit angeleitet hat, also die große Frage, wie können wir die Planetary Health Diet so gestalten, dass wir
10 Milliarden Menschen satt kriegen und dabei innerhalb der planetaren Grenzen bleiben. Johann hat sich zusammengetan mit David Attenborough, einem der wahrscheinlich weltweit bekanntesten Naturfilmer. Und das eben auch auf einer der ganz, ganz großen Plattformen. Und das finde ich großartig, finde ich wichtig, dass wir rauskommen aus einer bestimmten Ecke, aus einer Bubble und dorthin gehen, wo die Menschen sowieso unterwegs sind im Digitalen. Und dann eben auch nicht so dieses gerne auch ideologisch ein bisschen verbiesterte, was ist gesünder, 3-4-Kornbrötchen oder 4-3-Kornbrötchen Spiel machen, sondern wirklich die großen Zusammenhänge zeigen. Was sind die planetaren Grenzen und was haben wir damit zu tun? The science is clear and has been communicated for the past 30 years. Still, we're not moving in the right direction. I don't get depressed. I get angry. What are the systems that determine the state of the planet? This is about us. It is about our future. All is not well with our planet. As we increase our pressures on Earth, we are now crossing irreversible tipping points. Die Schritte über die planetaren Grenzen, sehr sehenswerter Film. Ein anderes Beispiel, was Sie auch gerne in Ihrer Kommunikation nutzen können, finden Sie in der ARD Mediathek. Dort moderiere ich Wissen vor 8 Erde. Und auch zur Klimakonferenz in Glasgow haben wir eine Sonderedition gemacht. Viele von diesen 3-Minuten-Filmen kann man einbinden, auch in seine eigenen Präsentationen. Man kann auch diesen Grafikteil sich da anschauen. Und was ich ein großes Aha fand, war die Idee des Weltackers, den vielleicht einige von Ihnen kennen. Es gibt das bei der Bundesgartenschau, es gibt in Berlin einen. Ich habe einen in Überling am Bodensee auch besucht. Wenn man einmal sieht, was für einen Riesenunterschied macht, wie viel Ackerfläche man braucht, wenn man nur Getreide und daraus dann Nudeln möchte oder eben ob man einen extra Acker hat, nur um dann Tiere zu füttern, um dann auch noch die Hackfleisch-Bolognese draus zu machen. Wenn man das einmal sagen, vor sich sieht, dann wird einem erst der Irrsinn der Fleischproduktion klar. Und hier hinter dem kommenden Film steckt diese Idee, wie viel Land steht mir eigentlich zu, wenn man die ganze verfügbare Ackerfläche der Erde durch 8 Milliarden teilt und wie wird da auch unfair gemogelt, indem die reichen Länder sozusagen den Menschen im globalen Süden wirklich nicht nur das Futter wegschnappen, sondern auch Ackerflächen indirekt. Teilt man das weltweit zur Verfügung stehende Ackerland durch alle Menschen auf der Erde, so kann ich für mich rund 2000 Quadratmeter in Anspruch nehmen. Das ist ein bisschen größer als ein Eishockeyfeld. Das hier ist also die Fläche, die mir zur Verfügung steht, um alles anzubauen, was ich so zum Leben brauche. Würde ich das Feld so beackern, wie es die Menschheit derzeit im Durchschnitt macht, wäre knapp die Hälfte davon mit lediglich 4 Pflanzen bebaut. Weizen, Mais, Soja und Reis. Auf dem Stück hier wachsen noch alle anderen Getreidearten. Reis ist der Ernährungsheld auf dem Feld. Er ist das wichtigste Grundnahrungsmittel der Erde. Der Weizen dient zwar auch meiner Ernährung, aber nur zu 2/3. Die hier wollen nämlich was abhaben, die Nutztiere. Dieses Riesenstück hier geht allein fürs Tierfutter drauf. Mein Verlangen nach Fleisch braucht also schon mal viel Fläche. Übrigens, der Sojaschnitzel essende Veganer in mir nimmt nur diese Fläche in Anspruch, um Sojaprodukte wie Tofu herzustellen. So viel Fläche hätte ich für Obst und hier das für Gemüse. Beides reicht, um den empfohlenen Mindestverzehr zu decken. Das wäre der Platz für Früchte, aus denen Öl gewonnen wird. Hier Kartoffeln und anderes Knollengemüse, noch ein paar Nüsse und andere Pflanzenarten. Natürlich muss man auch an Drogen und Genussmittel denken. Die Tabakfläche, okay, ich brauche sie nicht, aber die reicht für 2 bis 3 Zigaretten am Tag. Beim Kaffee kann ich mir nur jeden dritten Tag ein Tässchen gönnen, mehr ist nicht drin. Auch für Konsumgüter muss mein Acker herhalten. Hier wächst meine Baumwolle. Auf dieser Fläche wächst gerade einmal genug Wolle für zum Beispiel 2 Jeans, 1 Pulli und 3 T-Shirts. Im Schnitt kaufen wir aber pro Nase 60 Kleidungsstücke pro Jahr.
Merken Sie was? Die 2000 Quadratmeter, die Ihnen rein rechnerisch zustehen, reichen für unseren Konsum einfach nicht aus. Hinzu kommt noch, dass dieser ganze Teil hier in der Mülltonne landet, noch bevor er den Supermarkt oder eine Fabrik erreicht. Wie schaffen wir es also trotzdem, unseren Konsum zu bedienen? Indem wir das Feld von anderen verkleinern. Weitere Filme von Wissen vor 8 gehen dann auch zum Beispiel auf das Thema virtuelles Wasser ein. Was für ein Rucksack an CO2, aber auch an virtuellem Wasserverbrauch hängt an einer Avocado oder an einer Flugmango und so weiter und so fort. Also bedienen Sie sich auch dort aus diesen Quellen. Eine andere, in meinen Augen sehr gelungene Darstellung von Grafikerinnen und Grafikern kommt hier aus dem Buch Wie viel Regenwald passt in ein Einmachglas. Ich klicke das jetzt nur einmal schnell durch. Da geht es um Kuhmilch und Milchersatz oder eben auch der Unterschied zwischen Absicht und Tun. Das finde ich auch immer sehr wichtig, wenn man die Leute nämlich fragt. Das ist die linke Abbildung. Sind sie bereit für mehr Tierwohl auch einen höheren Preis zu zahlen, zum Beispiel bei Schweinefleisch, dann sagen 76%, ja klar, ist wichtig, ist ein Anliegen, ja, muss man auch fair bezahlen. Wenn man dann aber fragt, wie ist denn der reale Anteil an Bio, zum Beispiel bei Schweinefleisch, ist das sehr ernüchternd. Das ist ein sehr kleiner grüner Bereich von 1%. Ist wirklich plötzlich alles Bio? Nein, ist es nicht. Und auch hier die Nuss-Nougat-Creme und der Urwald, auch da solche Vergleiche zu ziehen, sind immer gute Beispiele, um über die Dimensionen, die der Ernährungssektor hat und natürlich indirekt auch, den er für Menschen hat, die von dem, was sie direkt anbauen, auch leben wollen und müssen. Diese Zusammenhänge einmal illustrieren, ist wichtig. Und natürlich auch die Frage, was hat das mit der Biodiversität zu tun, wenn unsere ganze Welternährung an sehr wenigen Arten hängt und die natürlich auch bestäubt werden müssen und auch gleichzeitig mit dem Insektensterben und vielen Aussterben von anderen Tierarten wir ständig Löcher in diese Web of Life-Idee reißen. Ein seltsamer blinder Fleck, den wir in Deutschland haben, ist, auch über den CO2-Abdruck von Tieren zu sprechen, die wir als Haustiere verehren. Pferde, hier mit dem Hufeisen dargestellt, natürlich der größte Fußabdruck, aber auch Hunde und auch Katzen werden inzwischen nach Barf mit sehr, sehr hochwertigem Fleisch verwöhnt. Früher wurden Hunde auch einfach mit Essensresten gefüttert, aber heute kann es gar nicht elegant und teuer genug sein. Und ich habe keine gute Quelle für die Zahl gefunden, aber ich habe einmal gehört, ungefähr 20% der Fleischproduktion in den USA, aber wahrscheinlich auch in Deutschland und anderen Ländern, geht nur in Tiernahrung. Das heißt, wir schieben unfassbar viel Kalorien in Tiere rein, maßgeblich eben auch Nutztiere, Rinder, damit die aus 10 bis 20 Kalorien nun eine oder zwei machen. Und das wiederum wird dann in Tiere reingeschoben. Und ich stelle mir jetzt immer so absurd vor im Supermarkt, wenn da lauter Tierliebhaber am Regal stehen und der eine nimmt Futter für sein Kaninchen und der andere nimmt Hundefutter mit Kaninchen drin. Und beide sind davon fest überzeugt, wir lieben Tiere. Und diese Vergleiche kennen Sie, dass es eigentlich sehr viel sinnvoller wäre, Proteine aus Insekten, aus Mehlwürmern auch für Tiernahrung zu nutzen und letzten Endes natürlich auch für uns Menschen. Welche Narrative haben uns bislang gehindert? Wir haben über die Klimakrise geredet und hier, we don't have to save the planet, we have to save us. Wir müssen nicht das Klima retten, wir müssen uns retten, sage ich dann gerne, weil das Klima ist sehr abstrakt und auch Ernährungssicherheit ist ein doofes Wort. So spricht kein Mensch im Alltag. Wir reden über Hunger, wir reden darüber, wie kriegen wir alle Menschen satt. Wir reden über die Gerechtigkeitsfragen dahinter. Ja? Wie ist das mit dem Brot teilen? Wie ist das mit dem Quinoa, was plötzlich angebaut wird für den Export und lokale Arten da nicht mehr angebaut werden? Wie ist das mit Hirse, die
Jahrzehnte, Jahrhunderte lang auch im Norden Afrikas gang und gäbe war. Und dann wird durch Weizenimporte plötzlich der Markt kaputt gemacht und plötzlich wird der Weizen teuer und Menschen hungern und so weiter. Also wir müssen stärker diesen Gesundheitsaspekt in der Kommunikation nach vorne ziehen. Und wir müssen auch, glaube ich, viel stärker kommunizieren, wo wir hinwollen. Nicht nur über die Defizite reden und auch über die bedrohlichen Bedingungen, unter denen heute mehr Menschen unter Hunger leiden als bereits vor 5 Jahren. Wir sind also nicht mehr auf dem aufsteigenden Ast in vielen Weltbewegungen, sondern wir sind bei Rückschritten. Und das ist extrem bitter. Und dennoch glaube ich, dass diese Idee mit der Agenda 2030 ganz wichtig ist, nämlich zu definieren, wo wollen wir hin, was haben wir zu verlieren, aber was haben wir auch zu gewinnen. Und bei der Agenda 2030, bei den Sustainable Development Goals, gibt es ja diese zwei Darstellungsformen. Die eine linke ist die populäre mit den vielen Kacheln. Ich finde aber dieses rechte Tortendiagramm eigentlich die bessere Variante. Warum? Weil die Tortenstücke nicht gleichwertig nebeneinander sind, sondern sie bauen aufeinander auf. Und alles, was wir mit Economy und Society an großen Menschheitszielen haben, beruht auf der Biosphäre, auf der Landwirtschaft, auf dem Wasser, auf den Pflanzen, die diese Erde überhaupt nur bewohnbar machen. Und da finde ich auch diese Idee von der leeren und der vollen Welt eine ganz wichtige Unterscheidung, dass auch dieser ganze Wachstumsgedanke ja aus einer Zeit kommt, wo wir wachsen konnten, wo wir in einer leeren Welt expandieren konnten, wo man sagen konnte, wenn ich doppelt so viel Fische will wie im letzten Jahr, dann brauche ich doppelt so viel Netze und ich brauche doppelt so viel Boote. In einer überfüllten Welt, wo es zu viele Netze und zu viele Boote gibt, ist nicht mehr Wachstum angesagt, sondern Ressourcenschonung. Wir müssen gezielt Fische übrig lassen, damit wir im nächsten Jahr überhaupt noch welche haben. Und kurioserweise, Annette Kehnel hat darüber ein spannendes Buch geschrieben, wir konnten schon mal anders, sie ist Mittelalter-Historikerin in Mannheim, die sagte, es gab auch diese genossenschaftlichen Ideen, zum Beispiel am Bodensee, wo man sich dann jährlich traf und die Größe der Löcher in den Netzen gemeinschaftlich besprach, um zu sagen, wie bleiben genug Fische für nächstes Jahr und für letzten Endes die nächsten Generationen. Also wir müssen nicht das Rad neu erfinden, wir können auch viele, viele gute Kulturtechniken wiederentdecken, auch gerade verantwortliche, gemeinschaftliche, genossenschaftliche Modelle. Und je länger wir warten, desto teurer wird alles. Das war auch auf dem World Health Summit, wo ich gerade war, mit ein großes Thema, nämlich The Cost of Inaction. Wir unterschätzen, dass die Entwicklung gerade so rapide in die falsche Richtung gehen, dass jedes Jahr, wo wir weiter zögern, uns unfassbar viele Mehrkosten beschert, bis hin zu dem Punkt, wo wir eben über Tipping Points hinweg sind und gar nichts mehr haben. Und wenn wir über Ernährung reden, dann möchte ich auch daran erinnern, das Wort Kumpel kommt wahrscheinlich von Kumpane, der, mit dem ich das Brot teile. Mein Kumpel ist also nicht nur einer, mit dem ich Brot teile, sondern auch Gefühle teile. Nahrung, Ernährungssicherheit ist das eine, aber die andere Frage ist ja auch, was bedeutet gemeinsam essen, was bedeutet Rituale haben, was bedeutet das auch seelisch? Umgekehrt frage ich mich auch, wie viele Menschen von den 2 Milliarden etwa, die mit Übergewicht zu tun haben, stopfen sozusagen auch mit Nahrungsmitteln eine innere Leere, die gar nicht mit Kalorien richtig beantwortet ist. Also die Frage ist, ein Teil dieser Krise auch eine spirituelle Krise. Und deswegen Free Hugs, wie hier auf dem Bild. Und der Reiz ist sofort kaputt, wenn man daraus ein Geschäftsmodell macht, nämlich Deluxe Hugs. Worauf will ich hinaus? Viele Dinge regelt eben kein Markt. Märkte können so perverse Dinge handeln wie Schweinehälften. Aber solange ein Baum zum Beispiel mehr wert ist, wenn wir ihn in Bretter schneiden, als wenn er Wurzeln und Blätter hat und wachsen kann, so lange werden Bäume gefällt werden. Und deswegen müssen wir nicht nur Nahrungsmitteln, sondern auch der Natur einen völlig anderen Wert geben, inklusive auch zum Beispiel eben gesunden Böden.
Welche Kommunikatoren brauchen wir stärker in diesem Diskurs? Die Gesundheitsberufe. Schauen Sie hier, aufgetragen Vertrauen in Berufsgruppen. Rot ist schlecht, grün ist gut. Und tut mir leid für alle anwesenden Politiker. Die unterste Kategorie, ich weiß nicht, wie gut Sie das lesen können, ist auch aus meinem Buch die Abbildung, aber diese Untersuchung gab es weltweit immer wieder mit ähnlichem Ergebnis. Politiker, Politikerinnen ganz unten, Versicherungsvertreter, Werbeleute, dann Journalisten, Banker, Schauspieler, TV-Moderatoren auch noch im roten Bereich. Deswegen betone ich auch immer, dass ich mal was Anständiges gelernt habe. Aber ganz oben die Gesundheitsberufe, Feuerwehrleute, Sanitäterinnen, Sanitäter, Pflegefachkräfte, Ärztinnen und Ärzte, alle, die nah dran sind an den Menschen, die genießen in der Bevölkerung ein extrem hohes Vertrauen. Und das müssen wir viel besser nutzen. Deswegen setze ich mich auch immer wieder mit diesen Themen auch auseinander auf den verschiedenen Plattformen, immer wieder, sagen, sei es bei den Tagesthemen, bei den verschiedenen ärztlichen Kongressen, auf der HIV-Tagen ging es auch darum, wie hängt unsere Nahrungsmittelerzeugung, die viel Regenwald zerstört, die Artenvielfalt zerstört, die Monokulturen fördert und das meistens auch noch mit Milliardensubventionen, das ist pervers, ich kann es nicht anders sagen, wie fördert die gleichzeitig Pandemien? Die Dinge hängen zusammen. Dadurch, dass Menschen zum Beispiel nichts zu essen haben, jagen sie dann auf Wildtiere, essen sie auch Tiere, die offensichtlich krank sind, essen sie tuberkulöse, zersetzte Lungen und so weiter und so fort. Und das treibt dann wieder die Infektionskrankheiten. Also wichtig zu verstehen, wie eng die Krisen, mit denen wir gerade global konfrontiert sind, eigentlich im Kern zusammenhängen. Manchmal braucht es nur ein Bild, um Dinge klar zu machen. Ich danke Katapult, tolle Grafik-Initiative aus Greifswald, dafür, dass ich die nutzen darf. Natur aus Sicht des Menschen, da stehen wir in der Mitte. Natur aus Sicht der Natur sieht bunter, vielfältiger aus. Und genauso deswegen brauche ich auch ein buntes Team hinter mir. Danke für alle, die in der Vorbereitung aktiv waren. Danke für alle, die mir auch geholfen haben, diese Ideen in Mensch Erde, wir könnten es so schön haben, in meinem aktuellen Buch herunterzuschreiben und zu illustrieren. Denn ja, wir Menschen sind nicht gut im Vorausschauen, im Planen, wie hier das Department of Planning zeigt. Aber wir sind die Einzigen, die noch vorausschauen können. Das wird uns niemand abnehmen. Und es gibt diesen schönen Satz, wer heute einen Baum pflanzt und weiß, dass er selber noch nicht in seinem Schatten wird sitzen können, hat eine Ahnung von dem, worum es geht. Wichtig ist auch, aus diesem ewigen Dilemma rauszukommen, können wir uns das leisten? Das Teuerste, was wir jetzt tun können, ist nichts. Und wie dringlich es ist, das hat Jörn Röckström mir auch auf der letzten Klimakonferenz in Glasgow sehr, sehr klar gesagt. In time, science has actually provided, I think, starting to provide a new narrative. Yeah. And that new narrative is about Mother Earth. It's also about the complexity and interactions, but it's also about the stewardship of the whole system. Yeah, it's a one health and healthy planet, exactly. Healthy people narrative. You're a father. What is your biggest worry concerning your children? What world are they inheriting? Well, my biggest worry is that we, within the next just 10 years, press on buttons. That means that we irreversibly will be handing over a planet that my children and their children will simply be hosted on a planet that drifts into a worse and worse situation for life support, for their living conditions. Where's your hope? Let's say light in the tunnel is something that I know you represent so strongly, but we see more and more evidence around this, is that we're sitting on the winning narrative. We know that today we can say with very high degree of certainty that a transition to a zero carbon sustainable future gives us better outcomes, particularly for health, I mean your profession, but also for the economy, for security. I try to explain to everybody, today is the energy day here in Glasgow. Mm-hmm. I try to say, I'll probably say 20 times today, that what we are facing now for the first time in human history is that every nation in the world can become energy self-sufficient. Wie schaffen wir es, bei all dem den Humor nicht zu verlieren? Eins meiner Lieblings-Cartoons von Charlie Brown. Eines Tages werden wir alle sterben, Snoopy. Stimmt, aber an allen anderen Tagen nicht. Kriegen wir es hin, Lust auf Zukunft wieder zu machen? Wir arbeiten hart daran, die Leichtigkeit zu bewahren,
Wenn Sie wollen, schauen Sie auf unserer Internetseite von der Stiftung Gesunde Erde, gesunde Menschen. Da finden Sie auch weitere Videos wie die gezeigten. Sie finden auf unserem Insta-Kanal und auch auf meinem persönlichen Insta-Kanal Beispiele, die Sie gerne auch teilen können. Denn das Wichtigste, was ein Einzelner, eine Einzelne heute machen kann, ist, nicht einzeln, nicht alleine zu bleiben. Es kommt auf jeden und jede an. Es kommt auf jede Tonne CO2 an, auf jede Kalorie, die ein hungriger Mensch bekommt und weiterleben kann. Und natürlich geht es gerade wirklich ums große Ganze. Und wir haben lange gedacht, ach, diese Themen haben noch ewig Zeit. Und deswegen gehört das letzte Wort in meinem Beitrag. Und dann treffen wir uns ja gleich live zur Diskussion, auf die ich mich sehr freue. Das letzte Wort hat die nächste Generation. Ich habe gerade geguckt, Kletterkinder. Was habt ihr gemacht? Wir haben uns schon hier von der Brücke abgeseilt und haben Transparent aufgehängt. Was stand auf dem Transparent? Das, was hier auch drauf steht, die Menschheit versagt. Warum ist dir das so wichtig? Weil wir nur noch wenig Zeit haben, bis es richtig schlimm wird. Das sind dann die Kipppunkte. Das ist, wenn das Eis in der Arktis schmilzt, das reflektiert dann kein Sonnenlicht mehr. Und die Regenwälder, wenn die austrocknen, dann speichern die auch weniger CO2. Und dann wird es immer heißer und heißer. Das kann dann keiner mehr aufhalten. Woher weißt du das alles? Weil ich bin baff, was du alles drauf hast. Wir informieren uns, Nachrichten und auch der IPCC, der Weltklimarat. Da sind auch nochmal wissenschaftliche Daten. Ich frage mich, warum weiß nicht jeder in politischer Verantwortung, was dieses 10-jährige Mädchen und ihr Bruder wissen. Ich bin selber einer der Gründer von den Scientists for Future. Du sagst auch, Leute, hört doch mehr auf die Wissenschaft. Warum glaubst du, sind so viele immer noch nicht davon überzeugt, dass wir jetzt handeln müssen? Ich weiß nicht, vielleicht wollen sie es nicht glauben oder ich weiß es tatsächlich, keine Ahnung. Ich kann mir nicht vorstellen, wie man sich nicht dafür interessieren soll, dass die Welt praktisch untergeht.